Mamma Mia, Pizza-Lieferservice in Simbach am Inn. Und nach der Pfingstuld in Simbach geht's natürlich ins Tanzlokal Edelweiß in Kirchdorf am Inn. Nebula Store und Nebula Lounge, ihr orientalisches Highlight in Simbach am Inn. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln. Frisch aus der Bahnhofstraße 6 bis 8 in Altötting auf Ihren Tisch. Direkt aus dem R-Markt in Altötting. Am Freitag, den 17. Mai 2024, war in Simbach mächtig was los. Gleich zu Beginn des Pfingstwochenendes fand hier auf der Simbacher Pfingstuld nämlich der Tag der Betriebe statt. Und genau da schauen wir uns jetzt für Sie um. Eines der schönsten Volksfeste ist natürlich die Simbacher Pfingstuld. Das ist das schönste Volksfest im Inntal. Und da lässt sich auch keiner nehmen, dass er beim Tag der Betriebe dabei ist. Ob kleine Firma oder Riesenunternehmen. Da ist es einfach schön und da ist es zünftig. Und da kann man als Firma hingehen und kann sich einmal gut gelassen. Der Chef gibt vielleicht das eine oder andere Massal aus, eine gute Brotzeit gibt es dazu und dann wird geratscht. Was man vielleicht im Büro nicht so reden kann, einfach mal gemütlich zusammensitzen, ein bisschen was essen und was trinken. Und das machen ganz viele Firmen in Simbach und dementsprechend früh los war wieder beim Tag der Betriebe. Im Zeiler Erlebniszelt spielte die Kultband 14 Häube, bayerisch, zünftig, saugut. Ja, der Tag der Betriebe in Simbach am Inn ist was Besonderes. Das geht aber nur natürlich mit einer brutalen Musi. Und die war ja Wahnsinn. Also was da abgegangen ist im Zelt, da muss man wirklich sagen, Respekt. Und das Volksfestbier ist ja sowieso eine Klasse für sich, vom Hofbräu in Traunstein. Auch der Festwirt, der Oliver Zeiler, ist hochzufrieden mit dem Tag der Betriebe. Heute haben wir restlos ausverkauft, also bummvoll. Und es ist natürlich schervolles Zelt. Ja, aber es ist ja nicht gerade beim Tag der Betriebe so, es ist ja auch die nächsten Tage so. Und da gibt es das eine oder andere Highlight. Und das war es natürlich auch, der Festwirt, der Oliver Zeiler. Ja, es gibt aber klassische Highlights, wie zum Beispiel am Sonntag in der Früh der Boxkampf von BC Simbach gegen TSV 1860 München. Natürlich am Montag in der Früh der weiß-blaue Stammtisch von der ISW mit Theresa Kölb und Herbert Suttner. Und am Montag auf Nachtag kommen die Draufgänger mit der Cordula Grün und alle gerne eine Hitze, die dabei sind. Und natürlich am Dienstag nochmal Tag der Jugend mit den Droglauer. Ganz allgemein einmal gefragt, warum ist eigentlich die Pfingstuld in Simbach am Inn so populär? Das liegt natürlich auch an den Schmankerl. Und da weiß mehr drüber der Oliver Zeiler. Ja, wir haben natürlich die typischen Volksfestschmankerl von Händel über Krustenbrunn, über Duitreindl, wo man sich teilen kann, oder Brotzeitbredel. Was auch beliebt ist, ist unser Duitburger mit einem Laugensemmel und Pommes. Und natürlich alle Brotzeiten, alle gängigen, ob Wurstsalat oder Schweinswürstel, haben wir alles da. Und jetzt sollen die Leute natürlich auch noch zu euch kommen. Hast du aber abschließende Worte? Genau. Also wir freuen uns auf euch, kommt nach Simbach, sucht Pfingst und wir freuen uns auf euch. Ja, nicht nur essen und trunken werden, nein, es geht natürlich dann auch die Fahrgeschäfte, da muss einmal ein runden Draht werden bei dem wunderbaren Vergnügungspark. Und die Simbacher Pfingstuld, die hat halt schon ein brutal eigens schönes Flair. Und das lässt sich wirklich keiner nehmen. Man sieht's, überall eine ausgelassene Stimmung und so soll es ja auch sein. Dafür ist ein Volksfest da. Und um Pfingsten rum, wo jeder frei hat, ist natürlich doppelt und dreifach schön. Da kann man es dann auch vielleicht ein bisschen länger werden lassen.
Die Simbacher Pfingstüt am Tag der Betriebe. Ein Fest der Sinne. Am Freitagabend war im Zeiler Erlebniszelt wirklich mächtig Stimmung mit dem Tag der Betriebe. Wie man bei mir im Hintergrund sehen kann, es wurde noch bis in die späte Nacht hinein gefeiert. Damit verabschieden wir uns jetzt aus Simbach, wünschen Ihnen alles Gute und bis bald. Ihre Nicola Koska. Mamma Mia, Pizza-Lieferservice in Simbach am Inn. Und nach der Pfingstuld in Simbach geht's natürlich ins Tanzlokal Edelweiß in Kirchdorf am Inn. Nebula Store und Nebula Lounge, Ihr orientalisches Highlight in Simbach am Inn. Internationale Spezialitäten aus dem R-Markt in Altötting. Täglich eine große Auswahl von über 2500 Artikeln.